Ihre Modelle sind zu beschädigt. Mühsam müssen Teile mit alter Holzbearbeitungstechnik nachgebaut werden. Zwischen 1932 und 1942 verfeinerten die Hortons ihre Konstruktionen immer weiter. Dabei waren ihre Entwürfe nicht auf Langlebigkeit ausgelegt. Geringes Gewicht war oberstes Ziel. Die Konstruktion selbst wird einerseits immer mehr in puncto technische Möglichkeiten ausgequetscht. Die Flugeigenschaften werden immer besser und gleichzeitig nimmt das Gewicht der Konstruktion drastisch ab. Wir sind hier am Ende der Holzbauweise. Mehr ist eigentlich nicht möglich. Sperrholz, was 0,5 mm stark ist, unter dem kann ich wirklich nicht, das bewegt sich wie eine Rasierklinge, fast so dünn ist es. Unter dem kann man dann nicht mehr von der Bearbeitung her gehen. Ihre Segler machen die Hortons berühmt. Die Luftwaffe wird aufmerksam. Sie interessiert sich für die Brüder aus Bonn. Walter geht zu den Jagdpiloten, während Reimer für die Luftwaffe weiter an ihrem Nurflügler forscht. Anfang 1943 zeigt ihm Willi Messerschmidt persönlich einen neuen revolutionären Antrieb. Das Düsentriebwerk an einer Messerschmitt 262. Von dem schlanken, schubstarken Motor ist Reimer Horten sofort begeistert. Kurz nach der Besichtigung wird er Walter berichten. Das Brüderpaar hat wieder ein gemeinsames Ziel: den Bau eines Nurflügeldüsenjägers. Befreit von Seitenruder, Höhenruder und Rumpf. Reimer Horten glaubt, sein Entwurf Nummer 9 wird schneller und wendiger sein als die Messerschmitt 262. Eine Lagerhalle in Maryland bei Washington. Seit 50 Jahren stehen hier Teile der weltweit einzigen Horten 9. Nach dem Krieg verschifften die Amerikaner das geheime Flugzeug als Beutegut nach Übersee. Die Air Force nahm den Jet unter die Lupe. Die Berichte sind bis heute geheim. Bereits 1947 verlor die Air Force das Interesse und übergab die Teile dem National Air and Space Museum in Washington. Warum die Air Force so schnell das Interesse verlor, ist nicht bekannt. Vielleicht nahmen sie das Flugzeug nicht besonders ernst, weil es in den letzten Kriegsmonaten aus improvisierten Teilen zusammengebaut wurde. Während der Planungsphase lebten sie von der Hand in den Mund. Sie hatten von der Luftwaffe noch nicht mal einen Vertrag für den Bau erhalten. Dieses Flugzeug haben Walter und Reimer Horten in Göttingen entwickelt. Ihre Teile bekamen sie von überall, auch von abgestürzten Flugzeugen. Das hier ist ein gutes Beispiel. Beim Bugfahrwerk sind Zylinder, Rad und Reifen von einem Heinkel 177 Bomber. Es lag einfach auf einem Göttinger Flugplatz herum. Das hintere Fahrwerk stammt von einer Messerschmitt 109. Die Horten 9. Ein einziger Flickenteppich aus Teilen anderer Flugzeuge. Hat dieser Jet überhaupt das Potenzial zu einem großen Wurf? Da, wo es immer haperte, war dann die Umsetzung. Also Geld konnte gedruckt werden, aber ich brauche Windkanalversuche. Ich brauche einen Vorrichtungsbau. Ich brauche vielerlei Hilfsmittel und die waren alle schon 1944 beschränkt. So kam es dann halt mit diesem Flugzeug am Ende auch nur zu dem Bau von 3 Prototypen, von denen einer kurzfristige Segelflüge auch schon mit Triebwerk dann durchgeführt hat, was dann aber auch gleich zum Absturz führte. Warum ist der zweite Prototyp abgestürzt? Ist ein Konstruktionsfehler schuld? Der Historiker Russell Lee ist überzeugt, der Düsenjäger lässt sich gut fliegen. Stattdessen sieht er die Absturzursache bei den anfälligen Turbinen.
Die Turbine ist gleich neben dem Cockpit. Gibt der Pilot beim Start richtig Vollgas, kann sie explodieren. Bei anderen Jets ist das schon passiert. Der Pilot wurde verletzt, konnte den zweiten Motor nicht mehr abstellen und flog eine tödliche Abwärtsspirale. Sollte dieses Flugzeug das verbrecherische Nazi-Regime vor dem Untergang bewahren? Vom Kriegseinsatz war diese Wunderwaffe weit entfernt. Hier liegt der erste Nurflügeljet als Meilenstein der Luftfahrt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In den Holzschichten löst sich der Leim. Metallteile rosten seit 60 Jahren vor sich hin. Die Konstruktion ist bald nur noch schwer restaurierbar. Doch dem National Air and Space Museum in Washington fehlt immer noch das Geld für die Restaurierung. Die Zeit fordert ihren Tribut. Denn dieses Flugzeug lag lange Zeit im Freien, kam dann hier ins Museum. Nach unserer Philosophie muss eine Restauration das Flugzeug für 100 oder 150 Jahre konservieren. Das ist unser Anspruch. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen wir die Kiste bis zur letzten Schraube komplett zerlegen. Alle Teile werden dann vorsichtig gereinigt und in einem chemischen Bad vom Rost befreit. Die Kosten für die Restaurierung schätzen die Amerikaner auf 1 bis 2 Millionen Dollar. Ist dieses Flugzeugwrack eine solche Investition wert? Professor Steinle ist für die Restaurierung. Seiner Meinung nach helfen solche Exponate dabei, den Mythos Wunderwaffe zu entzaubern. Doch eine Restaurierung in Deutschland kommt für das Technikmuseum Berlin nur dann in Frage, wenn das Flugzeug für eine Zeit in Deutschland bleiben kann. Wir haben angefragt, aber halt auch schon wieder mit dem, wie die Amerikaner halt auch feststellen müssen, Pferdefuß. Wir wollen ein Flugzeug, wenn wir diese Flugzeuge restaurieren, denn in denen steckt viel Arbeit. Die Horden-Flugzeuge waren ja Segelflugzeuge, motorlos. Die Horden 9 allein, das sind 2 Strahltriebwerke drin. Allein diese Strahltriebwerke zu überholen, geschweige denn diese mächtige Holzkonstruktion, das ist also eine sehr aufwendige Sache. Und da muss eben ein Äquivalent auf die andere Seite der Waagschale gelegt werden, sonst können wir es uns finanziell einfach nicht, kann ich das nicht verantworten. Die Wunderwaffe Horten 9. In Wahrheit ist der Nurflügler nie über das Versuchsstadium hinausgekommen. Die Messerschmitt 262 war im Kriegseinsatz und wurde dabei wohl am meisten überschätzt. Schon bei ihrem Erstflug am 18. Juli 1942 offenbarte das Flugzeug Schwächen bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Bis Ende des Zweiten Weltkrieges durften Piloten mit ihr nicht schneller als 850 Kilometer in der Stunde fliegen. Zudem, die Turbine setzte immer wieder aus. Für den Piloten im Luftkampf ein tödlicher Defekt. Auch Harald König hätte die technische Anfälligkeit seiner Maschine fast das Leben gekostet. Bei ihm versagte das Fahrwerk während des Starts. Mitte April 1945 startet Harald König zu einem seiner letzten Flüge. Mittlerweile sind in der Messerschmitt mehr Piloten durch technische Defekte ums Leben gekommen als in Kampfhandlungen. Als König startet, belagern fast rund um die Uhr alliierte Jäger seinen Flugplatz Rossin bei Prag. Dann hob Nummer 1 ab, dann hob ich ab, der dritte und der vierte, und dann flogen wir los. Fahrwerkknopf gedrückt und das Fahrwerk kam auch rein. Bums, man hört das ja, merken Sie heute am Airliner, wenn das Fahrwerk drin ist, bums. Also es war dran und im gleichen Moment, bumm, war es wieder draußen. Also alle 3 Radl fielen wieder raus. Das heißt, Nummer 1 holte Fahrt auf. 3 und 4 auch. Und Nummer 2, das war ich. Ich hing mit meinem zappelnden Fahrwerk da hinten draußen und habe das immer wieder versucht. Es gelang mir nicht.
Mit ausgefahrenem Fahrwerk ist König langsamer als die anfliegenden Jäger. Seine Me-262 wird zur leichten Beute. Dann habe ich also geguckt nach hinten und da sah ich sie ankommen im Gänsemarsch von Vigilahe. Kamen sie hinterher. Und dann, als ich das letzte Mal reinguckte, nach hinten, da habe ich gedacht, Mensch, der brennt. Aber wieso brennt der denn hinter dir? Thunderbolts waren es, Thunderbolts. Die Thunderbolt hat auf jeder Fläche 4 Kanonen. Das heißt, 8 Kanonen hab zur gleichen Zeit geschossen. Ich war etwa hoch, ich kann das bloß heute noch schätzen, ich weiß es nicht mehr, 200, 200, 300 Meter. Und hatte eine Fahrt zu etwa 350, 400, mehr nicht. Und die anderen waren weg. Und ich zappelte da und zerlegte mich langsam. Haube weggeschmissen und dann bin ich ganz sachte an der linken Bordwand, habe ich mich hinabgleiten lassen. Das ging auch alles wunderbar, ich habe mich nirgends angestoßen und da begann ich Angst zu kriegen. Und dann habe ich den Fallschirm gezogen. Und dann war ich unten, bums. Und dann bin ich raufgebracht worden zum Flugplatz und da kamen die Kameraden an und haben gesagt, Mensch, du lebst ja. Denn in Rosin, nach dem Abheben, geht das in ein Tal über. Und ich hatte so lange nicht gezogen, bis ich praktisch in dem Tal verschwunden war von oben aus, sodass die mich nicht gesehen haben. Die haben mich bloß stürzen sehen, nach unten Fallschirm geöffnet haben. Da war eine große Freude, dann waren wir wieder da. Aus. Zehntausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge bauen in den letzten beiden Kriegsjahren die Wunderwaffen des Dritten Reiches. Ihre Arbeitsbedingungen menschenverachtend. Die geheimen Tunnel und Bunker werden für viele zum Grab. Rund 1400 Maschinen werden von der Messerschmitt 262 gebaut. Generalstabsmäßig geplant, als kriegswichtig von allen Befehlshabern forciert. Es ist natürlich richtig, dass diese Maschine während der Nazizeit konstruiert und gebaut wurde und im Krieg eingesetzt wurde. Auf der anderen Seite, die Maschine stellt also wirklich einen Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt dar und leitet da eigentlich das Düsenzeitalter ein, in dem es die erste Maschine war, die operationell eingesetzt wurde und in großer Stückzahl gebaut wurde, mit sehr vielen Neuerungen, die uns heute noch zugutekommen. Dutzende Messerschmitt werden nach dem Krieg nach Amerika verschifft. Einige hat die Air Force geflogen und eingehend untersucht. Die Erkenntnisse aus dieser Maschine beeinflussen die amerikanische Luftfahrt jahrzehntelang. Schon 15 Jahre nach Kriegsende kehrt das Know-how nach Deutschland zurück. Plötzlich sind Passagiermaschinen doppelt so schnell, fliegen doppelt so weit und können doppelt so viele Passagiere mitnehmen als Propellermaschinen zuvor. Auch für die Hordenflugzeuge interessieren sich die Amerikaner. In ganz Deutschland werden die Segelflieger eingesammelt und in die USA verfrachtet. Größtes Beutegut? Die düsengetriebene Horten 9. Heute wissen wir, dass nach dem Krieg 3 Horten-Segelflieger in ein militärisches Forschungszentrum in Nordkalifornien gebracht wurden. Die Ingenieure des Flugzeugherstellers Northrop waren nur einige Blocks entfernt und schauten sich natürlich den Flieger sehr genau an. Das Wissen der Horten setzen die Ingenieure von Northrop sofort um. YB-49 heißt ihr riesiger Nurflügler. Nur 2,5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges startet der Koloss zu seinem Jungfernflug. Die YB-49 soll Atombomben nach Russland fliegen können. Doch das Programm wurde Anfang der 50er Jahre wieder eingestellt. Der Grund? Technische Schwierigkeiten. Der Bomber konnte nie stabil geradeaus fliegen. Den Konstrukteuren wurde vorgeworfen, mit den Erkenntnissen der Hortons gearbeitet zu haben, ohne diese zu Rate zu ziehen. Wir wissen, dass die Hortons rund 7 Jahre Vorsprung hatten. Northrop ist bis 1940 keinen Nurflügel geflogen, die Hortons aber schon 1933. 30 Jahre nach der YB-49 präsentiert Northrop den B-2-Bomber.
Dieses Flugzeug nutzt eine andere Eigenschaft der Nurflügeltechnologie.